Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir heute nun doch noch zu dem zweiten Engagementbericht sprechen können. Frau Hein hat es erwähnt, nachdem es nun deutlich ein Jahr gedauert hat, bis der Bericht den Weg von der Sachverständigenkommission über das Familienministerium, über die Ressortabstimmung hier zu uns ins Parlament gefunden hat. Aber Frau Hein, ich bin mir ganz sicher, in der nächsten Periode wird er Grundlage für Diskussion sein und der Bericht ist nicht vergebens. Schade finde ich allerdings auch, dass wir uns nur eine halbe Stunde Zeit nehmen, um dies zu einer, wie ich finde, nicht sehr prominenten Uhrzeit. Im Interesse von 31 Millionen Engagierten in unserem Land hätte ich mich gefreut, wenn die Redebeiträge zu diesem so wichtigen Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen hätten. Und in der Kürze der Zeit möchte ich vor allem, und ich hoffe, dass viele Menschen zumindest am Fernsehen und im Internet die Berichte hier verfolgen, den Engagierten in unserem Land danken, die sich in einer unglaublichen Vielfältigkeit mit viel Enthusiasmus und Herzblut für unser Allgemeinwohl eingesetzt haben. Ich denke da an die vielen Menschen in den Vereinen, bürgerschaftlichen Initiativen, den Nachbarschaftshilfen. Ich denke aber auch an all die Menschen jeden Alters, die einen Bundesfreiwilligendienst oder einen anderen Freiwilligendienst absolviert haben oder absolvieren. Ich denke an all die Engagierten in den sogenannten Blaulichtorganisationen und im Katastrophenschutz, beispielsweise in den Feuerwehren, den Rettungsdiensten oder auch im THW. Ich denke aber auch an all diejenigen, die in der Hochzeit des Flüchtlingszuzuges nicht erst nach dem Staat gerufen haben, sondern einfach zur Stelle waren, unkompliziert angepackt haben und geholfen haben, wo sie die Notwendigkeit zur Hilfe und zur Unterstützung gesehen haben. Sie alle und die Engagierten, die ich jetzt in meiner Aufzählung nicht unterbringen konnte, sind es nämlich, die unser Land reicher, bunter machen, die unsere Gemeinschaft so lebenswert machen und den Zusammenhalt fördern. Vielen, vielen Dank für Ihre aller Einsatz. Die Engagementquote belegt, dass sich besonders Jüngere und Ältere immer häufiger engagieren und dass die Engagementquote im ländlichen Raum höher ist als die im städtischen Bereich. 80% des Engagements findet in den Kommunen bzw. im lokalen Raum statt. Und deshalb war es gut, die Kommunen in den Fokus des Berichts zu nehmen. Und als überzeugte Kommunalpolitikerin kann ich das nur unterstreichen. Wir auf Bundesebene müssen das Engagement anerkennen und stärken, wo immer es unsere Kompetenzen und Ressourcen ermöglichen. So haben wir bereits eine Vielzahl von Maßnahmen in der Engagementinfrastruktur gestärkt. Nennen möchte ich hier zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser, die in einem besonderen Maße flexibel auf die regionalen Besonderheiten reagieren können. Darüber hinaus unterstützen wir aber auch viele Fachverbände und Netzwerke bei ihrer Arbeit. Ja, nun könnte man meinen, es sieht doch alles ganz gut aus. Aber ich muss Ihnen sagen, wir haben natürlich noch viel zu tun. Frau Dr. Hein hat es auch schon angemerkt. Wir können noch viele Impulse geben, um das Engagement zu stärken. Abbau von bürokratischen Hürden, Hemmschwellen, Herausforderungen rund um Monetarisierung, Arbeitsmarktneutralität und dem Wandel im Engagement. Verbesserungen im Bereich der Anerkennung und Partizipation. Verbesserung beim Zugang, vor allem bei immer noch im Engagement unterrepräsentierten Gruppen, wie etwa Menschen mit geringem Bildungshintergrund, Migrationshintergrund oder auch Menschen mit Behinderungen. Gerade bei der letzten Gruppe freue ich mich aber sehr, dass die laufenden Gespräche mit unserem Koalitionspartner, auch wenn dieser zwischenzeitlich mal fälschlicherweise was anderes in die Welt gesetzt hat, im letzten Moment doch noch erfolgreich abschließen konnten. Wir haben nämlich das Ministerium beauftragt, gemeinsam mit Experten, Zivilgesellschaft und beteiligten Akteuren ein Konzept zu erarbeiten, um echte Inklusion im Bundesfreiwilligendienst zu ermöglichen. Und damit es nicht nur beim Konzept bleibt, werden wir zusätzliche 2 Millionen für die Umsetzung bereitstellen. Damit wollen wir bürokratiearm und praxisnah notwendige Assistenzleistungen ermöglichen. Und da wir uns ja nun am Ende der Legislaturperiode sind oder begeben, möchte ich an dieser Stelle als stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement, die ich in der vergangenen Periode sein durfte, noch mal ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Zunächst bei dir, lieber Willi Brase. Du hast uns als Vorsitzender hervorragend durch die Sitzung des Unterausschusses geführt. Mit deiner überparteilichen, fairen und zuverlässigen Art kannst du vielen von uns ein Vorbild sein. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Ich möchte aber auch
Mein Dank an das Sekretariat im Unterausschuss richten. Es leistet hinter den Kulissen wirklich wertvolle Arbeit, die für uns hier alle so ungemein wichtig ist für die Abläufe. Also vielen Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und schließlich gilt mein Dank auch noch den Abgeordnetenkollegen und Kolleginnen im Unterausschuss. Stellvertretend möchte ich mal die Kollegen der Opposition nennen, Frau Schulz-Asche und Frau Dr. Hein, die ja auch erheblichen Einfluss auf das gute Miteinander hatten. Ich denke, wir haben ein gutes Miteinander gehabt. Da können sich viele Ausschüsse ein Vorbild dran nehmen. Oftmals waren wir sicherlich unterschiedlich in der Art und Weise, manchmal auch klar im Wort oder auch verschieden im Weg, aber immer verlässlich geeint im Ziel. Und wenn wir alle das beherzigen, dann freue ich mich auf den Wahlkampf. Und ich denke, dass dann wir auch das Zeichen geben an die Engagierten, für die sich nämlich tagtäglich für uns einsetzen, für unsere Gesellschaft da sind und für unser Gemeinwohl da sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche eine gute Sommerpause. Cordula Schulz-Ascher hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.